Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir das Spiel Stargate Network, welches sich in der frühen Alpha-Phase noch befindet, würde ich erstmal so behaupten. Das Stargate ist dieses runde Teil, welches ihr hier seht. Und mit ihm ist es in der Serie eben möglich, zu anderen weit entfernten Planeten zu reisen in der Galaxie, in, ja, auf jeden Fall die Lichtjahre, Millionen von Lichtjahre entfernt sind von dem Heimatplaneten Erde, auf dem wir ja alle bekanntlich wohnen. Gut, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, genug erzählt vorher. Ich würde mal sagen, wir starten direkt jetzt hier mit dem Spiel. Ich habe es auf jeden Fall schon mal angespielt. Ich finde es echt wirklich cool gemacht und es lässt wirklich Erinnerungen aufkommen. Also, drücken wir mal auf Starten. So, herzlich willkommen jetzt auf jeden Fall im Stargate Center im Cheyenne Mountain. Entschuldigung für kleine Ruckler oder Aufnahmeprobleme. Allerdings, meine Grafikkarte ist auch nicht mehr die aktuellste, die ist von 2014, glaube ich. Da war es ja echt gut gewesen, aber 2019 sind halt jetzt auch schon 5 Jahre her. Deshalb entschuldigt deshalb bitte, deswegen spiele ich das Ganze nur auf High und nicht auf Episch. Aber von der, man sieht trotzdem schon ein bisschen Unterschied, aber das sollte jetzt erstmal nichts zur Sache sein. So, auf jeden Fall, dieses wunderschöne runde Teil ist auf jeden Fall das bekannte Stargate. Und hier seht ihr ganz viele Symbole, mit denen kann man dann, die kann man anwählen und dann kann man eben Stargates in der ganzen Galaxie erreichen. So, ich würde jetzt aber sagen, bevor wir jetzt zu anderen Planeten direkt reisen, welche natürlich auch in diesem Spiel möglich ist, werden wir auf jeden Fall uns mal vielleicht hier die Stargate, das Stargate Center hier mal ein bisschen genauer anschauen. Ist natürlich die Hauptoperationsbasis eben auch in der Sendung ist oder in der Serie ist. So, also wir gucken uns jetzt hier erstmal ein bisschen um und ich sehe hier auch schon direkt eine Mitarbeiterkarte, eine, ja, Access Card, die nehmen wir natürlich mit, um eben die ganzen Türen öffnen zu können hier. Beziehungsweise die Türen, die man öffnen kann, öffnen wir natürlich. So. Ich würde mich auf jeden Fall mega über einen Multiplayer-Modus freuen. Ich denke mal, dass sowas irgendwann in der Zukunft auch angedacht ist, da ich schon mal so ein bisschen in den Einstellungen dieses Spiels herumgesucht habe und da auch so Sachen gegeben sind, wie zum Beispiel Waffe abfeuern, Waffe aufnehmen. Solche Möglichkeiten sind theoretisch schon mit Mausbelegungen gegeben, allerdings gibt es diese Möglichkeit eben noch nicht. Also ich würde auf jeden Fall sagen, das könnte echt ein cooles Game werden, wenn da eben noch weiterentwickelt wird. So, wir sind auf jeden Fall jetzt hier im Kontrollraum des Stargate Centers, schauen uns da ein bisschen um und hier am Computer hängt auf jeden Fall schon eine Nachricht. Für alle, die Stargate, so die Serie, nicht kennen, das hier sind Symbole. Und das ist quasi eine Toradresse, um auf einen anderen Planeten zu kommen. Die ersten 6 Symbole stehen quasi für, ja, die Koordinate im Sonnensystem, also wo man, wo es hingehen soll, wo man sich befindet, wie auch immer. Und die letzte, also hier dieses halbe Dreieck mit dem Ringel oben drauf, das ist das Zeichen der Erde, also der Tauri, beziehungsweise das ist immer verschieden auf jedem Planeten. Das ist nämlich quasi der Ausgangsort, von dem man kommt. So. Hier auf jeden Fall eine Karte der Galaxie oder wie auch immer, des Sonnensystems. Da kann man dann sehen, wo man eben sich gerade in Hinblick unseres Stargates oder so befindet. Hier gibt es auf jeden Fall Kaffee zum Trinken. Das ist auch ganz lustig. Können wir mal einen Kaffee machen? So. Darf natürlich auch nicht fehlen. Das könnte jetzt ein längeres Let's Play werden. Vielleicht will ich es auch in 2 aufsplitten. Wahrscheinlich will ich es aber in einem lassen. Für die Leute, die es interessiert, für die ist es dann eben interessanter. Ja, okay, das ist jetzt, egal, ich belasse es mal so. So, wir schwenken uns mal Kaffee ein. Und
trinke das Ganze natürlich auch. So. Wow, this coffee is great. Yeah, is that cinnamon? Chicory. Gut. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, dieses Spiel befindet sich in Alpha. Und das ist, glaube ich, die Version 4.1 oder 4.01, irgendwie sowas um den Dreh. Ich glaube 4.1. Und es gab auf jeden Fall eine vorherige Version. Das war die 2.3. In der waren schon einige Sachen gegeben, die jetzt hier wieder weggefallen sind. Allerdings ist das auch eine vollkommen neue Engine. Das ist, glaube ich, die Unreal Engine 4. Und vorher war es die 3er. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube sowas um den Dreh. So, jetzt gehen wir mal oben in den Konferenzraum, an dem natürlich Konferenzen abgehalten werden. Wer hat's gedacht? Gut, hier steht auf jeden Fall noch Work in Process Area. Das war auf jeden Fall vor dem letzten Update noch nicht zugänglich gewesen. Ist echt interessant, jetzt mal das so zu sehen. Man sieht, okay, hier ein bisschen kahl eingerichtet, aber es war jetzt auch nicht wirklich anders in der Serie. Es war nur vielleicht halt so ein bisschen, es ist noch nicht so ganz ausgereift, dass halt nicht alles so richtig passt, vielleicht so vom Licht her. Hier, manche Sachen spiegeln zu sehr oder wie auch immer. Hier ist auf jeden Fall das Büro von General Hammond oder den Nachfolgern, welche eben diesen Stützpunkt leiten. Brigadier General Jack O'Neill oder General Landry. Und auf jeden Fall hier oben kann man eigentlich auch nicht viel machen. Man kann sich jetzt hier schön umschauen. Hier ist das Stargate Center Logo. Hier oben, die Treppe führt einfach mal ins Nichts, also in die Decke rein. Ich weiß nicht, was wirklich da oben ist. Ich glaube, das war auch irgendwie während der Stargate-Sendung. Ich weiß nicht, ob man überhaupt da einmal hochgekommen ist. Auf jeden Fall, hier kommt man dann eben genauso wieder in den Kontrollraum runter. Dann haben wir jetzt schon mal hier einen kleinen Teil abgearbeitet. So, was ebenfalls mit dem Update dazugekommen ist, ist eben hier noch so ein paar weitere Gänge in diesem, ja, Silo-Bunker, in dem Raketenbunker, welches das Stargate Center ja eigentlich mal war. So, diese Tür ist leider verschlossen. Wir können ja hier mal so ein bisschen weitergehen. Hier sind noch so Blast-Türen. Hier kommt man dann eben wieder in den Kontrollraum rein. Viele Türen sind eben auch noch hier verschlossen, wie ihr seht. Die Gänge sind auch wirklich schön gemacht eigentlich, sind schön angelehnt an die Sendung, an die Serie. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich alles genau so war, wie es jetzt hier dargestellt ist. Das kann ich nicht ganz genau sagen. Da bin ich mir jetzt noch ein bisschen unsicher. So, auf jeden Fall, hier müssten wir, glaube ich, wieder zum Kontrollraum kommen, wenn ich mich nicht irre. Beziehungsweise, ich glaube, das müsste die... Was ist das? Ah, genau. Turn on Alarm, turn off Alarm. Kann man auf jeden Fall machen. So. Gehen wir einfach mal hier lang. Einfach mit dem grünen Strich lang. Entlang. Hier sind auf jeden Fall die Aufzüge. Ah, Level 28 ist es. So. Hier auf jeden Fall die Aufzüge. Hier kommt man dann in den Kontrollraum wahrscheinlich. Wieder. Richtig, genau. Das ist auf jeden Fall hier die Tür dazu. Und das ist natürlich auch wieder eine Work-in-Process-Area, also manche Texturen sind vielleicht nicht ganz so ausgreifend wie jetzt im Kontrollraum, hier zum Beispiel Lichter oder so, das ist alles relativ plump reingeklatscht, sage ich jetzt einfach mal. Oder jetzt hier, ja, da könnte man dann hier noch ein paar Waffenschränke hinmachen oder irgendwie, oder auch da hinten kommen normalerweise Waffenschränke hin. Was auf jeden Fall auch mit dem Update zum 4er weggefallen ist, ist quasi die Iris-Steuerung. Das war in der 2.3 schon gegeben, man konnte die Iris quasi zumachen, um sich gegen Feinde von außen zu schützen, dass die gar nicht erst durch Stargate kommen. So, würde ich mal sagen, gehen wir mal kurz hier weiter. Hier sind auch jetzt so, ja, keine Ahnung, irgendwie so, ich weiß jetzt nicht, was das hier ist, aber gut. So, das müsste jetzt... Ah, door locked, okay. Hier müsste ich dann, glaube ich, genau, das ist dann quasi da, wo wir gerade eben reingekommen sind. Das ist wieder dieser Gang. Ich finde es ein bisschen verwinkelt hier, aber ich glaube, sowas ja auch in echt.
So, hier sind wir auf jeden Fall in einem Art Labor. Ich finde es auch so, die Einrichtung könnte noch ein bisschen so wünschen. Übrigens ein paar Mikroskope oder wie auch immer, Verhörsäle. Aber ich denke mal, da wird noch einiges kommen und gemacht werden. Hier oben dann quasi, ups, die Etage, wo man dann zugucken kann, wenn irgendwelche Experimente gemacht werden oder wenn Leute befragt werden. Ich glaube, dafür wurde so alles verwendet. Weil ich mich täusche, schreibt es bitte in die Kommentare. Ja. Gut, dann gehen wir hier mal weiter auf unserem Rundgang. Die Tür war zu, echt? Könnte ich mich gerade gar nicht dran erinnern. Okay, gut. Ich dachte, da wird noch irgendwas mehr aufgehen. Die Tür war auch zu. Dann gehen wir mal zurück in den Gate-Raum. Ja, auf jeden Fall die Haupträume, die gut ausgearbeitet sind, ist eben der Gate-Raum, der Kontrollraum. Ansonsten ist es hier auch noch ein bisschen mau. Hier auch quasi der Leiterschacht, um an die Oberfläche zu gelangen, in Notfällen. Ja, auf jeden Fall auch wirklich alles sehr detailliert und getreu gemacht, hier auch mit den Klingeln und Leitungen und so. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder schön in unserem Stargate-Raum. Dann würde ich mal sagen, wählen wir einfach mal die erste Adresse an, welche uns dann gleich zu einem anderen Planeten führt. Genau, bevor wir das machen, hier kann man natürlich auch per Knopfdruck die ganzen Blast-Türen schließen. Hier natürlich auch die große Blast-Tür für die Fensterfront. Ja, öffnen wir das alles nochmal am besten. Weil wir müssen ja auch gleich wieder rein. So. Alarm kann man natürlich auch anschalten. Aber den brauchen wir jetzt nicht. So, dann würde ich mal sagen, wählen wir die erste Welt an. Das erste Gate an. Eben, das erste Gate ist dann eben Epidos. Und wir haben hier einen Zettel gefunden. Und da steht auf jeden Fall die erste Adresse drauf. Die habe ich mir auf jeden Fall auch mal aufgeschrieben. Also das sind die Symbole, die wir gleich auf dem Stargate eingeben müssen, beziehungsweise hier auf dem Wahlcomputer. So, das erste Symbol war das hier, das zweite Symbol war das hier. Das dritte Symbol, da bin ich immer so ein bisschen am Hapern. Aber ich glaube, es könnte das sein. Ich bin mir aber nicht wirklich sicher. Weil theoretisch könnte es halt auch irgendwie sowas sein, aber ich glaube, es müsste das hier sein. Ich mache es einfach damit, wenn ich muss ich eh wieder kappen. So. Dann das nächste Symbol war. Ups, wo ist es? Das da war's. Das kommt dann nach. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Abfahrt. So. Versuch Nummer 3. Oder? Ne, 2. Also sorry, ich habe gerade nämlich gecuttet, weil ich hatte es gerade eben nicht hingekriegt, das die richtige Adresse einzugeben, weil ich mit diesem dritten Symbol eben so ein bisschen am Hadern bin. Das ist jetzt, glaube ich, die letzte mögliche Möglichkeit, die ich jetzt hier auszuprobieren versuche. Ich glaube, dritte Versuch ist gerade. Und ja, muss jetzt gerade überlegen, was ich dir gerade so die ganze Zeit gesagt hatte. Also, genau, dieses Stargate auf der Erde braucht relativ lang zum Anwählen, da sich das eben nicht über dieses DHD verfügt, welches auf anderen Planeten zum Beispiel steht. Nämlich auf der Erde hat man sich eben hier diesen Wahlcomputer zusammengebastelt. Deswegen dauert es halt hier anscheinend ein bisschen länger. Laufe der Sendung lernt man ja auch, weiß man ja auch, wer dieses DHD dann in Wirklichkeit hatte. Aber ich möchte es jetzt auch nicht spoilern für die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen. Also ich kann auf jeden Fall diese Serie an jedem nur empfehlen, der vielleicht so ein bisschen Science-Fiction-mäßig auch angehaucht ist oder den es so ein bisschen vielleicht interessiert. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon gleich das Stargate angewählt. Wir gehen jetzt auf Epidos. Da hat quasi Daniel Jackson noch vor der Serie, da gab es einen Film dazu, da hat Daniel Jackson dann quasi eine Frau kennengelernt. Mit der er dann auf dem Planeten geblieben ist. So, und das Stargate wurde aktiviert. Wir haben die richtige Adresse.
Wow. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir durch diesen Ring aus Wasser, durch den Ereignishorizont direkt auf den anderen Planeten. Und das ist wirklich ein epischer Moment, finde ich. So, diese ganzen Sachen neu kennenzulernen, beziehungsweise so zu sehen, wie, nämlich, man hat ja die Serie geschaut und ist Fan davon und ich finde das mega. Hier, wir sind nämlich jetzt hier in einer Pyramide. Es sieht aus so altägyptisch alles. Und die Goa'uld, also die Feinde, sind eigentlich Schlangen, welche sich im Kopf, an der Wirbelsäule, im oberen Bereich so, eines Menschen einnisten und dann eben die Kontrolle über den Körper erlangen und sich eben als Götter ausgeben, die sie aber in Wirklichkeit nicht sind und da deshalb Menschen versklaven. So, das hier ist auf jeden Fall das angesprochene DHD, also die Wahlmaschine. Ich sage jetzt einfach mal, ich kann jetzt mal hier einfach ein bisschen drücken und wie ihr seht hier, die Sachen, also die Chevrons, die wählen sich dann relativ schnell an. Nicht so wie auf der Erde, also theoretisch, wenn das die richtige Adresse gewesen wäre, hätte ich dann direkt schon das Stargate angewählt gehabt. Gut, auf jeden Fall, wir sind hier quasi so Altägypten in einer Pyramide. Feinde gibt es leider noch nicht, also ihr braucht keine Angst haben, dass jetzt gleich was in der nächsten Ecke lauert. Ich finde, es ist echt schon gut gemacht dafür, dass das Spiel quasi von Hobbyleuten einfach so entwickelt wird. Auch relativ detailgetreu. Von den Dimensionen stimmt natürlich auch alles. Und herzlich willkommen auf Ebidos. Das ist ein Sandplanet. Ja. Hier seht ihr dann mal die Pyramide, welche hier in der Wüste liegt mit den zwei Steinen, Obelisken oder wie die Dinger heißen. Vorne dran als Eingang. Und ich gehe jetzt mal hier so ein kleines Stückchen weg. Also wie ihr seht, man kann hier auch springen. Auch vom Sand, von dem Boden ist es echt gut gemacht alles so. Von dem Terrain. Und ja, hier ist der Eingang zu der Pyramide, die andere Pyramide. Dann seht ihr hier noch ein paar Monde, nämlich dieser Planet. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt genau heißt. Ich müsste eventuell, also ich weiß nicht, ob der Planet noch einen anderen Namen hat, aber Ebidos ist eigentlich so der Name von dieser Welt. Ja. Da glaube ich zwei Monde, glaube ich, mindestens. Soweit ich mich erinnere. Genau, da ist noch ein anderer. Ja. Auf jeden Fall, es gibt YouTuber, die haben sich, englischsprachige, die haben sich auf jeden Fall hier auf den Weg gemacht und geguckt, ob es hier eben dieses Dorf oder diese Stadt gibt, welche in der Serie auch vorhanden ist. Und der arme Teufel ist halt da stundenlang in der Wüste rumgelaufen und hier ist einfach nichts. Also, hier wird auf jeden Fall, denke ich mal, mit ein paar späteren Updates auf jeden Fall irgendwas kommen. Vielleicht noch diese City, um eben dann dort vielleicht Menschen kennenzulernen. Also, ich denke mal, dieses Spiel hat auf jeden Fall echt noch richtig Potenzial. Hier genau drei Monde sieht man hier auf jeden Fall schon. Also, ihr seht, wir sind hier nicht auf der Erde, sondern wir sind auf einem anderen Planeten. Was ich allerdings so ein bisschen blöd finde ich hier, man läuft echt langsam. Ich drücke Shift, ich drücke Steuerung. Es bringt alles nichts, nur springen kann man oder W drücken. Ja. Auf jeden Fall, wir begeben uns dann halt einfach mal auf den Weg wieder zurück zum Stargate. Und wähle dann einfach mal gleich die nächste Welt an. Ich glaube, das müsste... Ich habe es ja nicht dazu geschrieben, welche Welt das jetzt war. Ich habe jetzt nur die Adresse. Also, wir könnten, also theoretisch müsste es auch gehen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Theoretisch müsste es auch gehen, jetzt auf die Erde zurückzugehen und dann von der Erde quasi den anderen Planeten anzuwählen, weil eigentlich von der Logik her müsste das eigentlich schon gehen. Wir machen es jetzt in diesem Fall einfach so. Wir wählen jetzt hier von Ebidos direkt den anderen Planeten an. Ich glaube, das müsste Tolan sein. Ich bin mir aber nicht sicher. So, relativ schwer jetzt hier zu erkennen, welche Symbole hier wo sind. So, jetzt werden wir auf jeden Fall von Ebidos weggehen und
auf einen anderen Planeten wählen. Ich habe jetzt großen Schnitt gemacht, weil ich mich zweimal verwählt hatte. Und ich müsste jetzt aber trotzdem die richtige Adresse endlich gefunden haben. So, das hier. Der hier. Dann einmal dieses komische Teil da. Hier dieses, was eben so aussieht, die Tauri ohne Dings drauf. Dann einmal der Hockeyschläger und einmal Ebidos. Und jawohl, wir haben das Stargate aktiviert. Und jetzt geht's vermutlich nach Tulan, aber ich bin mir gerade nicht sicher. So, ich glaube, das müsste Tulan sein. Doch. So, wir sind jetzt hier quasi in einer Schneelandschaft, hier alles schön vereist und so. Also, diese Welt ist echt cool. Ja, wenn man so mag. Ja, auf jeden Fall, hier gibt es auch nicht wirklich viel zu sehen. Ihr seht hier ein paar Sonnenstrahlen. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Licht. Hier, die Bäume sind auf jeden Fall verschneit. Ich finde es detailhaft drin, ist echt schön. Ja, dürfen wir uns nicht verlaufen, da ist es Stargate. Laufen wir mal so ein bisschen in die Richtung hier, um euch mal ein bisschen so zu zeigen hier alles. Es gibt hier nicht viel zu sehen, weil ihr werdet es auch gleich merken. Da wird nämlich dann gleich alles weg sein. Hier, zack, so. Und noch das Gate steht da hinten. Also, ja, es ist noch ausbaufähig, aber dieses Spiel ist ja auch in der frühen Alpha-Phase. Also ich denke, ups. So, ich finde, das kann man auch mal verzeihen. So, und hier auf der Welt ruckelt es gerade ein bisschen die Aufnahme, sehe ich gerade. Okay, jetzt geht's wieder. Gut, so, ja, nicht ganz, aber, na gut. So, jetzt werden wir auf jeden Fall auf den nächsten Planeten schon wählen. Das müsste dann, glaube ich, so eine Flachland-Map sein, wenn ich mich richtig erinnere. So, jetzt wählen wir auf jeden Fall mal zu einem anderen Planeten. Das müsste, glaube ich, dann die Flachland-Map sein, die sage ich jetzt einfach mal so. Das ist gut. Wo ist das andere? Das Symbol hier. Das hier. Ich hatte richtig, ja doch. Das hier, das fünfte. Jetzt brauche ich irgendwie so was Komisches. Könnte das hier sein? Dann brauche ich noch so ein komisches C oder irgendwie so was. Jawohl. So. Hier auf jeden Fall nicht reinlaufen in diesen Sturm aus wie auch immer. Und ab durchs Gate. So. Genau. Und wir befinden uns jetzt hier auf einer neuen Welt. Ist eben so diese Flachland-Map, wie ich gerade gesagt habe. Ich glaube, das sind die einzigen drei Welten, die es derzeit gibt. Ich habe angeblich in der vorherigen Version gibt es noch eine andere Map. Allerdings, ich glaube, ich habe es mal ausprobiert, aber ich habe keine Verbindung zum Gate herstellen können. Also, ich weiß nicht, ob es da noch eine weitere Map gibt. Es war, glaube ich, irgendwie so eine Feuermap, also halt mit Lava und Vulkan. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn es die noch geben sollte. So, das ist auf jeden Fall hier für alle, die Stargate nicht kennen. Das hier ist ein Jumper oder ein Paddle-Jumper. Diesen hat man auf Atlantis gefunden, also in Verbindung mit Stargate Atlantis. Das ist quasi ein Raumschiff, mit dem man auch durchs Gate fliegen könnte. Allerdings in der jetzigen Version gibt es hier ein paar kleine Steuerungsprobleme, würde ich jetzt mal so sagen. So, also Work in Process, das ist auf jeden Fall richtig. So, theoretisch Fly auf Shift und Steuerung ist dann Land. Also wir können jetzt hier hochfliegen. Hier auch die Ground Speed. Dann können wir mal Fahrwerk ausfahren mit R. So, theoretisch sollte es jetzt, also hier kann man dann hier so ein bisschen bewegen. Mit Leertaste soll es vorwärts gehen. Allerdings passiert da nicht ganz so viel. Alt ist rückwärts, ebenfalls sehr
Ja. Sehr schnelle Fortbewegung. Ansonsten gibt es dafür keine Funktion. Ich habe mal versucht, das quasi irgendwie hier so irgendwie vor Style zu manövrieren, aber man kommt jetzt auch nicht irgendwie durch, deswegen ist das derzeit irgendwie useless. Aber ich finde es schön, dass es sowas gibt hier in dem Game und dass man auch anscheinend gewillt ist, in der Richtung das weiterzuentwickeln. So, auf jeden Fall Jumper Mode, na gut. Auf jeden Fall, wir gehen mal hier wieder raus. Out is O. Also, mit dem Jumper kann man natürlich viel anfangen. Ich fände es echt cool, wenn man hier durch die Gegend fliegen könnte. Oder vielleicht auch durch das Stargate zu anderen Planeten. Okay, wenn man nach Abydos geht, hat man vielleicht ein kleines Problem, aber gut. Also, dann würde ich sagen, war es das schon fast von dem kleinen Ausflug, welchen wir gerade gemacht haben. Und wir gehen mal zurück zum Stargate Center. Dafür brauchen wir... Direkt mal verwählt. Dafür brauchen wir den da. Das muss ich gerade selbst gucken. Mal. Nämlich das habe ich noch nicht so oft angewählt. Was ist das hier? Könnte sein. Was sind die ganzen Sachen? Das hier. Hockeyschläger mit Puck brauche ich einmal. Einmal Hockeyschläger mit Puck. Das da. Brauche ich so ähnlich. Dann brauche ich einmal. Das hier. Brauche ich einmal so ganz viel Geschnörkeltes und Gekritzeltes. Könnte das hier sein. Und dann brauche ich noch die Map, wo, also da wo wir gerade sind. Das ist das hier. So, Abfahrt nach Hause. Also in dieses wenn das Gate anschaltet, hier darf man nicht reinlaufen, weil man dann eben demolekularisiert wird und nie wieder auftaucht. So. Gut, wir werden dann jetzt wieder zurück im Stargate Center angekommen. Gleich. Und, ja, das war der kleine Rundgang durch die Galaxie, beziehungsweise zu dem, was möglich ist. Ja, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall, lasst den Daumen nach oben da. Derzeit kann man leider eben nicht so viel machen, also bitte berücksichtigt das. Also eine zweite Folge wird es wahrscheinlich davon eben nicht geben. Wenn ihr natürlich wollt, hey, mach dich auf den Weg auf Abydos, such irgendwas, was da vielleicht noch sein könnte, dann werde ich das vielleicht machen, wenn ihr das unbedingt möchtet, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten kann ich euch echt nur empfehlen, schaut diese Serie. Stargate SG-1 hat, glaube ich, 10 Episoden, a 25 Folgen oder irgendwas. Stargate Atlantis hat 5, a 20 oder so. Und Stargate Universe, welches ich jetzt anfangs gar nicht so geil fand, hat mich aber gegen Ende doch ziemlich gepackt und da war ich sogar ein bisschen enttäuscht, dass es dann aufgehört hat. Da gab es leider dann nur 2 Episoden, wie heißt das? 2 Staffeln, nicht Episoden, Staffeln, 20, 22 Folgen oder irgend sowas um den Dreh. Also, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, schaut es euch auf jeden Fall an, da gibt es auch noch 3 Filme dazu. Also es ist echt eine spannende Story, die dahinter steckt. Und ja, mit diesem kleinen Video kann man das natürlich auch nicht alles vermitteln. Also wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt mega über eine Bewertung freuen. Lasst den Daumen nach oben da. Und ja, würde nur sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Adolfmeister. Ciao, ciao.